Hallo und herzlich willkommen zur Koop-Karriere mit Felix, heute hier im Spa. Francorchamps in Belgien sind wir am Start, Leute. Erste Kurve Blitzqualifying und nur jetzt ist die Strecke richtig trocken, denn das Rennen soll nass werden. Wie nass wissen wir noch nicht. Nicht so komplett von Anfang bis Ende. Also, das wäre vielleicht Strategie, aber jetzt erstmal Eau Rouge. Vollgas nehmen, funktioniert das? Oh, jawohl, okay. Bei dir auch? Ja, Track Limit Warnung, aber alles easy. Hä, aber Track Limit Warnung ist doch dann, du hast keine Quali-Zeit, oder? Doch. Ja? Okay. Ich hoffe. Ich glaube, dann bist du sozusagen Letzter. Nee. Das werden wir gleich sehen. Vielleicht bist du mit deiner Zeit eh Letzter. Aber. Oh. Was rutsche ich hier? Na, so schön ist eigentlich nicht. Kurve 9. Bis an die Wand rein. Runter geht es in Richtung Pouhon. Ich habe mir mal einen Trackwalk gemacht in der absoluten Hitze. Und deswegen, also wenn du hier zu Fuß durchgehst, den Berg hoch, die ganze Chemistry, die geht ja berghoch die ganze Zeit, da bist du so aus der Puste. Und dann kommst du hier runter und denkst, du hast es eigentlich schon geschafft, aber an dem Punkt hier bist du immer noch so weit weg. Und du musst den ganzen langen Weg, der jetzt kommt nach dieser Kurve, die ihm am besten Vollgas nimmt, jawohl, hat funktioniert. Bis hinter Blanchimont, bis zur Bastrop-Schikane, ist nochmal so lang hier. Jetzt einfach alles zurücklaufen. Hier sind ein paar Bäume, ne? Also ein bisschen Schatten. Es ist hier zum ersten Mal Schatten. Hier ist zum ersten Mal Schatten. Wirklich, die waren die ganze Zeit in der Sonne, sind gestorben. Letzte Kurve. Ja, Vollgas raus beschleunigen. Ich hoffe, das war hier noch ganz gut. Wir kommen rein und? Ich bin Platz 10. Platz 10? Starke Leistung. Jetzt bin ich mal gespannt, wo ich gelandet bin. Wir waren exakt eigentlich fast mal gleich auf der Strecke. Also ich wusste immer genau. Wir sind... Oh nein! Ich bin Neunter, jawohl! Oha! Um 20.000stel! Oha! Um 20.000stel! 200stel! 2 Millisekunden! Krass, und du bist auch direkt vor deinem Teamkollegen. Also ich würde sagen, das ist ganz gut, wo wir gelandet sind. Oh Mann! Alter Schwede, und Lando Norris ist Erster im McLaren. In echt hätte er es ja vielleicht auch geschafft, aber er ist ja abgeflogen in Q3. Hier beim echten Rennen. Spektakulär, Gott sei Dank hat er sich nichts groß getan dabei. Dahinter Lewis Hamilton, Valtteri Bottas und Max Verstappen. Das wird ein spannendes Rennen, sag ich dir. Ein spannendes Ding wird das. Nachdem wir in den letzten Rennen ja eher hinten rumgeguckt sind, können wir jetzt mal wirklich hoffentlich, ja, dass wir ein bisschen um die Punkte fighten können. Aber es regnet halt im Rennen, also... Aber da kann man wieder taktisch vielleicht gucken, wenn es später erst anfängt, wann man reingeht. Das wird, glaube ich, noch interessant. Die Regenwahrscheinlichkeit war ja am Start irgendwie so 20-30% oder so, ne? Boah, es wird halt spannend, ob wir auf Regen starten oder ob es halt am Anfang wirklich trocken ist. Ich hoffe, es ist trocken am Anfang, weil, wie du sagst, dann wird spannend, wann man wechselt. Okay, das nennt sich wohl erfolgreiches Qualifying. Damit haben wir im Rennen eine gute Chance. Was ist? Hier, mein Typi sagt, das war Pech, nicht ganz da, wo wir im Grid sein wollten. Ich fand das jetzt nicht so schlecht. Hä? Die haben aber hohe Anforderungen an dich. Aber ich schau nochmal Wettervorhersage. Also Anfang 20, 26, 33, 40 und 62%. Also, es muss gar nicht regnen, ne? Also, es kann auch sein. Aber wissen wir nicht. Es ist schon sehr wahrscheinlich, dass es regnet, aber ja, wir werden sehen. Ich mache noch einmal hier meine Entwicklung, damit ich mal ein bisschen nach vorne komme. Wir sind echt... Auf jeden Fall, wir sind deutlich vor Williams. Wir kommen langsam an so Aston Martin oder zumindest an Alpine kommen wir auf jeden Fall ran. Und dann wären wir schon mal wirklich im Mittelfeld angekommen. Ein paar Teile werden ja auch noch entwickelt, aber ansonsten hier kommen... Aston Martin. Ja, deswegen wahrscheinlich. Weil dafür hätte ich vielleicht noch besser sein müssen. Aber Pierre ist auch hinter mir. Also... Naja. Ja, aber gar keine Punkte mehr. Alles an Punkten jetzt hier ausgegeben, aber... Ein bisschen was wird hier weiterentwickelt. Also vom Verlauf seht ihr, Haas macht so einen Schritt nach vorne endlich. Das ist schon eine gute Sache. Aber die Frage ist ja auch, wann kommen die Teamverhandlungen? Wann werden wir da wieder, wann werden wir vielleicht Teams wechseln können? Yes. Mal schauen. Jetzt geht's erstmal zur nächsten Session weiter. Hast du ein Wunschteam, wo du hingehen wollen würdest? Also es wäre schon schön, nach Red Bull dann zu gehen. Es ist Sonntag und das heißt, es ist Formel-1-Zeit hier in Spa. Wenn die mich wollen. Schalten wir doch mal runter an die Strecke, wo die Autos gerade für den großen Preis von Belgien vorbereitet werden. Regnet aber nicht. Nee, ist trocken, ja. Komplett trocken auch sogar. Die Strecke von Spa-Francorchamps ist eine historische Rennstrecke mit 19 Kurven und einer stattlichen Länge von 7 Kilometern. Hier müssen die Fahrer nicht nur mit einem Höhenunterschied von mehr als 100 Meter, sondern auch mit langen, geraden und hohen Geschwindigkeiten in den Kurven zurechtkommen. Wer hier gewinnen will, der muss
alles perfekt hinbekommen, denn das hier ist die Ardennenachterbahn. Lecker. Es ist Zeit zur Strecke für den Start. So, Stefan Römer, skippen wir wieder. Gehen wir in diese Startaufstellung, die haben wir ja schon gesehen. 100 Meter Höhenunterschied, ne? Geht richtig Berg- und Talfahrt hier. Ich habe gerade die Doku noch vertont für 24 Stunden Nürburgring-Rennen. Ich glaube, wenn das Video rauskommt, müsste es auch schon online sein, Leute. Also, falls ihr es nicht gesehen habt, schaut es euch an auf dem Hauptkanal. 300 Meter Höhenunterschied haben wir auf der Nordschleife. 300, also vom niedrigsten zum höchsten Punkt. Da geht es wirklich richtig hoch und runter. Also dreimal so viel wie hier. Und Spa ist ja schon echt eine Berg- und Talbahn. Portimao auch jetzt neu rausgekommen im Game. Schon ein bisschen angetestet. Mal gucken, ob wir das noch fahren, aber ich glaube nicht in dieser Saison, ne? Nicht in dieser Saison. Aber müssen wir auf jeden Fall noch fahren. Also geile Strecke. Vielleicht bei einem GPO mit Pizzin zusammen, Leute. Das wäre cool. Benzin lassen wir ein bisschen runter. Es sieht nicht nach Regen aus. Ich bin ganz ehrlich, es sieht nicht nach Regen aus. Also, was soll man sagen? Erst ganz am Ende soll es vielleicht regnen. Das wird spannend. Hast du ein Regenset aber ein normales? Normales. Ich auch. Bei der Wettervorhersage dachte ich, es wird auf jeden Fall regnen. Aber versuche einmal jeden Gang zu schalten. Wir müssen vor dem Start sicher gehen, dass die Kupplung funktioniert. Wir sollten die Reifen und Bremsen auf Betriebstemperatur bringen. Aber der Motor darf nicht zu heiß werden. Also pass auf, dass die Drehzahl nicht zu hoch wird. Also ganz entspannte Einführungsrunde. Mal gucken, ob alle Systeme funktionieren, ne? Hä? Mal gucken, ob alle Systeme funktionieren sollen. Nee, wir erwarten bald Regen, sagt man. Laufenden, wie sich die Bedingungen es soll bald regnen. Ja, war die Vorhersage anders, aber okay. Wir stellen schon mal um auf jeden Fall, dass beim Boxenstopp wir die nächsten Reifen auf jeden Fall auf Intermediates machen, da. Dass das schon mal geklärt ist. Alter, ich bin von 5 auf 7% von dem bisschen gefahren gerade. Das ist doch scheiße. Reifen, ihr müsst halten, ihr roten Reifen, ihr müsst halten, bis es regnet. Ich kann keinen extra Boxenstopp vorher machen. Ich meine, wir können halt eine Sensation schaffen im Regen, wenn die KI vorher stoppt und wir später stoppen. Das wäre nicht schlecht. Oh Mann, ich finde das super schwierig, dann immer quasi die perfekte Taktik zu haben. Weil man weiß halt nicht, wie sich das ausgeht am Ende. Da muss man einfach tryen. Selbstvertrauen. Aber du musst halt ein bisschen Reifenflüsterer jetzt sein. Also nicht so wie ich in der Einführungsrunde. Wir kennen die Reifen so sehr abnutzen. Vorne, links, 8%. Junge, ich schleiche hier rum. Das ist nicht realistisch. Wieso gehen die Reifen so kaputt? Ich habe 6% vorne links. Und gleichzeitig sind sie ja gut. Warm sind sie jetzt auch. Motor ist noch ein bisschen kalt. Einmal kurz ein bisschen Begrenzer fahren. Boah, macht den auch nicht wirklich warm. Bisschen nochmal mit der Bremse arbeiten. Ja, jetzt sollte es. Vorne rechts war noch ein Ticken kalt, aber sonst passt es. Okay, es geht ins Grid. Boah, wie spät wir im Grid sind. Oh ja. Dann wird da vorne wieder alles kalt bei den anderen. Das ist alles Taktik, oder? Ja, natürlich. Leclerc und Sainz direkt vor mir, die beiden Ferrari. Und davor Perez, der tatsächlich mein Konkurrent, mein Rivale ist im Spiel. Also den zu schlagen, wäre schon mal stark. Damit wir bessere Chancen haben, zu einem guten Team zu wechseln. Ja, Max Verstappen habe ich aufgegeben. Okay, guys. Let's do this. Okay, der Start ist eröffnet und wir sind sehr, sehr gut dabei. ERS ist aktiviert. Können wir direkt an Leclerc vorbeiziehen? Sainz haben wir schon. Top Start. Innen rein ist alles frei. Wir haben direkt zwei Positionen geholt. Das war besser. Hätte man es kaum machen können. Seid ihr bewusst, dass wir ab sofort einen Leistungsverlust bemerken werden? Ich lass das. Doppelt durch Rouge. Lieber nicht, ich bleib dahinter. Oh Gott. Boah, ich bin auch lieber ein bisschen vom Gasgang in der Rouge. Gerade in der ersten Kurve mit kalten Reifen. Oder zumindest noch nicht voll auf Druck, voll auf Temperatur. Ist das sehr gefährlich. Aber wir sind auf der 7, also es war ein Top-Start. Damit bin ich sehr, sehr zufrieden. Direkt hinter meinem ärgsten Konkurrenten, Sergio Perez. Zumindest sagt das Spiel das. Den wir jetzt versuchen können hier außenrum. Ah, nee, der ist zu schnell da außenrum. Aber mal gezeigt, ne?
Es ist halt wahrscheinlich jetzt hier am Anfang meine einzige Chance, da wirklich ein bisschen was ihm entgegenzusetzen. Ansonsten wird er schneller sein. Auch die Ferrari, die drängen und drängen und drängen. Blanchiment sind ja auch viel stärker als ich. Ja, halt mal die alle hinter dir auf, dann kann ich da schon dranbleiben. Aber ich weiß, dass meine Stärke im Vergleich zu KI eigentlich jetzt kommt. Im letzten Sektor. Also schauen wir mal, also ja, das ist auf jeden Fall eher meine Stärke, der letzte Sektor, aber super nah komme ich auch nicht mehr ran. Blanchiment, Vollgas durch, Körper leicht berühren, ideal, das sieht alles gut aus und wir sind wieder halbwegs nah dran. Ah, leichter Verbremser. Ja, noch alles gut gegangen. Oh nein! Oh, ich hab mich fast an Pierres Hinterreifen. Ich hab's im Spiegel gesehen. Was machst du hinter Pierre? Der hat mich direkt überholt. Ah, okay. Jetzt hab ich mich. Oh nein! Aber merkt ihr, es ist noch alles offen hier mit dem Wetter. Aber wie mache ich das jetzt? Weil jetzt muss ich ja eigentlich theoretisch rein, aber da muss ich ja nachher nochmal rein. Das stimmt. Jetzt sind wir auf jeden Fall Medium-Reifen, dann kannst du durchhalten bis zum Ende. Aber es fängt an zu regnen. Es fängt an zu regnen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Sauber gemacht. Gute Arbeit. Nein! Sag doch nicht, dass ich... Ah, komm schon, Sergio! Was für ein Duell mit ihm? Nein! Oh Gott, was für ein Duell mit Perez! Aber er setzt sich durch. Schade, ey, alles gegeben gerade. Das war knapp. Halleluja, was für ein Duell, Leute! Was ist denn jetzt smart? Ich glaube, ich kann jetzt noch nicht... Aber es regnet noch nicht, oder? Ich hab Tropfen. Ah, okay. Ja, je nach Streckenabschnitt auch, ne? Aber jetzt kann ich ja, also nicht... Ich muss rein, weil ich ja gelbe Flügel habe, aber eigentlich, da muss ich doppelt rein. Da muss ich in zwei Runden wieder rein. Ja. Ja, ist keine leichte Entscheidung. Ich kann dir auch echt nicht sagen, was. Also hier ist noch staubtrocken. Also ich würde noch nicht auf Regenreifen gehen, da wirst du richtig rumstruggeln. Dann musst du eher zweimal tatsächlich. Außer du schaffst es mit dem gelben Reifen noch ein bisschen weiter zu fahren, aber. Grüne Flagge, das Rennen geht weiter. Jetzt wurde ich angeschubst. Na, deswegen war gelbe Flagge, ne? Ja. Ich muss rein, ich komme mit dem Flügel null klar. Ja, aber wechsel nicht auf Regenreifen, weil Regenreifen jetzt macht gar keinen Sinn. So, wann wird DRS eröffnet? Die Bedingungen werden nicht besser. Du entscheidest, ob du beim nächsten Boxenstopp auf Regenreifen wechseln möchtest. Dann sagt mir auch nächster Stopp Regenreifen, aber noch nicht jetzt halt. Oh ja, ich muss doch Medium stehen, aber das ist doch alles Dämmig, oder? Noch geht auch Rouge easy voll. Wir haben DRS, sehr, sehr wichtig. Weil sonst würde Perez uns da vorne wegfahren, weil der auch DRS hat. Ich hab's noch nicht aufgegeben mit Perez vorne, aber ich muss echt alles geben, um da irgendwie dran zu bleiben. Das Problem ist jetzt in Pohon, der Linkskurve, die jetzt kommt, die lange, da bin ich einfach schlecht. Ciao. Was, ciao? Das wird eine Safety-Car. Du bist raus? Fahr langsamer und behalte ein positives Delta. Hey, ich hab ein das ist ein Bug. Reduziere das Tempo, um mich in Delta anzupassen und die Ferrari fahren weiter Vollgas. Hör mal, Felix, zu hier. Virtuelle Safety-Car, ich habe zwei Positionen dadurch verloren. Das kann doch nicht sein. Die Ferrari konnten Vollgas weiterfahren. Oh, ich hab einen Soundbug. Oh, Formel 1, was für ein scheiß Bug. Zwei Positionen verloren damit. Die haben einfach keinen Safety-Car gehabt im Vergleich zu mir. Das ist frech. Das ist richtig frech. Bist du auf 9, Pierre direkt hinter dir? Ja. Das ist nicht fair. Ich bin schön in der Rouge abgeflogen mit den neuen Mediums. Oh nein. Direkt aus der Box raus. Ja, Box raus, dann Rouge hoch und dann weg. Ciao. Drossle deine Geschwindigkeit. Unser Delta aber ist gar nicht vor die Ciao. Riskieren wir eine Strafe. Verringere sofort dein Tempo. Wie lange ist dieses virtuelle Safety Car?
VSC endet. Gleich kommen die grünen Flaggen. Positives Delta bis zu den grünen Flaggen beigehalten. Okay, Vollgas wieder. Ich bin einfach hinter den Ferrari, das ist nicht fair. Ich war direkt am Red Bull dran. Ich habe so viel Zeit verloren. Nur weil das ein Bug war. Okay, er möchte auch. Und Regen. Regen beginnt langsam. Ich habe auf jeden Fall starke Tropfen. Aber die Frage ist, wann stoppt man? Oh, hier ist Pierre schneller als du. Ja. Das ist genau die Kurve. Aber da haben die auch mehr Grip als ja. Das ist abnormal. Super viel Grip. Ich weiß jetzt hier nicht, ob ich für meinen Teamkollegen mal für Felix sein soll. Wir sind für den Moment immer noch zufrieden mit den Reifen. Oh, Regenreifen oder nicht, ist jetzt die Frage. Eine Runde geht noch. Es muss eigentlich, ne? Ja, guck mal, ich kann immer noch mit Vollgas fahren. Es ist zu früh für Regenreifen. Der I bleibt auch noch draußen. Ja, nächste Runde müssen wir rein. Dein Boxenstoppfenster ist jetzt offen. Boah, das ist so fies, dass ich die Zeit verloren habe. Mann, ey. Ich hatte einen geilen Fight mit Perez und dann sowas. Ich hab leichten Vertrauenslift gemacht in der Rouge. Okay, jetzt mit DRS noch. Kommt ran. Wir gehen Kampflinie innen. Ja, jetzt hier zurück. Naja, weise Wahl. Sei vorsichtig, wir rechnen damit, dass dein Grip bald nachlassen wird. Absolut noch kein Regenreifenwetter, aber. Also, die roten Reifen haben ganz normal Grip eigentlich. Bleibst du nochmal eine Runde draußen? Ich muss wahrscheinlich. Weil, wenn du zu früh wechselst, dann stirbst du einfach. Ja, die werden viel zu heiß und dann rutschst du auch weg. Ja, da hast du keine Chance mit Regenreifen gerade. Ich glaube, da muss leider noch eine Runde draußen bleiben. Meine Hoffnung wäre gewesen, dass da vorne einer nochmal so dumm auf normale Reifen wechselt. Ich meine, es kann auch sein, ne, mit so ein bisschen Nieselregen, das wird ja eher einfach verdrängt, das Wasser, dass wir mit Slicks zu Ende fahren. Und dann müsste man nochmal auf normale rote, normale gelbe wechseln. Und dann könnte. Was sagt denn dein Jeff, wenn du ihn fragst? Ich weiß die Taste nicht, mit dem ich frage. Ah, hier. Leclerc vor dir. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 2,7 Sekunden. Sie fahren mit alten weichen Reifen. Ihre Reifen sind 4 Runden alt. Letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 50,1. Du verlierst ungefähr 3 Zehntel pro Runde. Der Wetterbericht. Der leichte Regen wird eine Weile anhalten. Trockenreifen passen gerade am besten. Der leichte Regen wird eine Weile anhalten. Trockenreifen passen gerade am besten, sagt er. Boah. Okay. Hätte halt echt sein können, dass ein Stopp mittlerweile hilft. Rio, erstmal noch weiter draußen bleiben. Ja, alle bleiben draußen. Ich kann auch noch, ich bin jetzt komplett mit Vollgas die Rouge gefahren. Also das ist auch kein Problem. Ich verliere halt nach vorne zu Ferrari. Das ist so ärgerlich. Ich war schon da vorne, jetzt möchte Gasly wieder, aber wir sagen wieder rechts. Ist unser Platz. Oh Gott. Er hält rein. Nee, mein Lieber. Wie ist er da nicht zurückgezogen? Wow, Alter. Der gönnt sich da. Nicht mit mir. Spannend auch hier zu beobachten. Von Piers Perspektive aus. Der kriegt mich nicht. Okay, in Pohon vielleicht. Da bin ich einfach schlecht. Oder der kriegt die KI ist zu gut, aber hinter Pohon kann man schwer überholen. Da kann er es versuchen, wie er will. Hier wird er nicht vorbeikommen. Und letzter Sektor ist mein Sektor. Das ist immer ganz gut. Da kriege ich immer ein bisschen dann Vorsprung für Orange wieder raus. Ja, auf dem 5-6, 5-7, 6-0 der Vorsprung. Ein bisschen was hole ich hier mal schön raus, aber nach vorne halt. Ich bin deutlich langsamer als die Ferrari. Die KI stoppt. Die KI stoppt? I don't. Der geht auch rein.
Ich muss jetzt anders machen als etwa KI. Es wird nämlich mehr Regen, glaube ich. Und wenn dann Regen dann gleich salzig? Kommt. Salzig? Was sollte salzig sein? Jay ist salzig, der ist nicht hier. Wegen Meerregen. Oh Mann, ey. Ist Kai Pflaume auch noch am Start hier oder was? Deutlich mehr Regen, man sieht es mittlerweile. Deutlich mehr Regen. Das stoppen alle. Aber die stoppen nicht auf Regen, oder? Ja, warte, ich schau diese, mal. Nee, die ist auf Mediums gegangen. Ja, ja, eben, eben. Es ist auch gerade absolut kein, ist kein Regenreifenwetter, aber es könnte halt noch werden. Und dann hätten die einen Stop zu viel. Ja, das stimmt. Also wenn das klappt, dann landest du ganz vorne. Oder eigentlich, also ich weiß ja nicht, wie es im Spiel ist, aber in echt, wenn Regenwetter ist, wenn die sagen Wet Session, dann muss man ja gar keinen Reifenwechsel machen. Im Game musst du, glaube ich. Ich glaube auch leider, im Game muss man. Weil sonst könnte ich einfach mit Rot durchfahren. Die wären zwar scheiße, aber zum Ende, aber man spart einen ganzen Stop. Das ist ja unendlich viel wert. Und es haben auch noch lange nicht alle gestoppt, ne? Also ich bin immer noch nur Fünfter. Giovinazzi, Esteban O'Connor noch nicht gestoppt und halt die davor dir. Und Vettel hinter dir hat auch noch nicht gestoppt. Ja. Ich werde mal gucken, wie gut meine Reifen überhaupt noch sind. Die fühlen sich jetzt nämlich nicht so scheiße an. Oha, oha, vorne sind bei 50%, krass. So schlecht fühlen sie sich nämlich gar nicht an. Aber ja, ich versuche noch eine Runde, weil jetzt bin ich zu tief drin. Jetzt gehen die anderen rein, vor dir. Ich meine, es sind noch kaum noch Runden, leider. Ja, du musst auf jeden Fall noch rein. Wir sind jetzt schon Runde 8 von 11. Ich glaube, da lohnt sich nicht mehr auf Intermediates zu gehen. Was ist, wenn die letzten zwei Runden richtig nass sind und ich der einzige Intermediates bin oder die anderen nochmal stoppen? Dann kann sich das lohnen. Das wäre der Gamble, ja. Wir sind auf jeden Fall vorne, Leute. Erster Platz in Spa-Franco-Show. Nur weil wir noch nicht gestoppt haben, aber hey, immerhin. Aber ja, das ist viel zu trocken. Viel zu trocken ist das. Aber es sollte ja mehr regnen zum Rennende in der Vorhersage, weißt du? Eigentlich schon. Ich muss nochmal meinen Boxenstopp hier anfangen. Alle auf Mediums, außer Kimi, der ist auf harten Reifen. Wetterbericht. Wer geht da nicht drauf? Wir werden mindestens 20 Minuten leichten Regen haben. Naja, scheiße. Vielleicht länger. Leichter Regen dauert an. Am schnellsten kommst du gerade mit Trockenreifen voran. Er sagte, wir werden mindestens 20 Minuten leichten Regen haben. Also da kommt kein starker mehr. Mhm. Scheiße. Dann würde ich jetzt reinfahren. Ja. Ich verliere jede Runde, ne? Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Komme ich aber auch irgendwo weit hinten jetzt raus, leider. Das war schlecht, so. Ja, muss ich mit Medium reifen, dann... Ah, das ist ärgerlich. Komme ich hinter den Ferrari raus, vielleicht sogar hinter Gasly. Ah, Mann, ich habe mich echt... Also, das hätte was werden können hier. Wenn es ein bisschen... Ist ja Zufall mit dem Regen, ne? Also, das hätte auch wirklich noch mehr werden können. Dann wäre es richtig gewesen. Dann hätte ich richtig Zeit gespart. So muss ich jetzt in die Box und werden natürlich alle von den Top-Autos, inklusive der Ferraris, auf jeden Fall an mir vorbeigehen. Die Frage ist, ob ich Gasly noch bekommen kann. Ich schätze, ich werde erstmal definitiv hinter ihm rauskommen mit seinem Undercut. Wird jetzt vorbeiziehen. Gasly in der letzten Kurve, ihr seht es unten links. Der dunkelblaue Punkt, der fährt jetzt jeden Moment an mir vorbei. Wir fahren auch raus, aber er hat mehr Speed. Er ist jetzt vorbei. Wir haben aber die engere Kurve, also Richtung Rouge wird er, denke ich mal, vorne sein. Aber wir werden ganz sicher, so wie Hamilton und Verstappen fast schon. Naja, das ist ein bisschen Wunschdenken. Ein bisschen weiter vorne ist er. Aber wir haben auf jeden Fall die Chance, Gasly noch zurückzuholen. Und das sind besseren Reifen als er. Alonso hat noch ein bisschen Zeit zu dir, also da solltest du keine Probleme mit haben. Ja, Alonso 5 Sekunden Gas hier vorne mit 0,8 Sekunden und wir haben natürlich unser DRS, also da haben wir jetzt auf jeden Fall eine Chance, Gas noch zurückzuholen und damit zwei wertvolle Punkte gegen den Teamkollegen von Lena. Spannendes Rally auf jeden Fall. Der leichte Regen wird mindestens 20 Minuten anhalten. Ist aber langsam hier. Der kann nix. Hoffnung, der muss ja auch irgendwo langsam sein, wenn er in Pohon schnell ist.
Die haben so viel mehr Grip hier. Das ist so krass. Ja. Die ziehen einfach weg. Da kannst du nicht mithalten. Aber letzter Abschnitt. Hat er keine Chance mehr gegen mich. Kein idealer Exit. Aber jetzt. Das war sehr gut. Kaum geliftet. ERS angemacht. Weißt du was? Wir brauchen kein DRS oder irgendwas. Wir benutzen jetzt alles, was wir an Batteriepower noch haben. Blanchiment Vollgas durch. Im Windschatten sind wir. Können wir überhaupt die Barstopp-Schikane antäuschen nach links oder nach rechts rüber gehen? Wir können aber eher verteidigt. Scheiße. Gott. Jetzt nicht wegdrehen hier am Exit? Nee. Aber wir haben jetzt DRS. Innen reinstechen? Nee. Nur antäuschen. Nervös machen. Und jetzt ist richtig. Oha! Oh, er dreht ab, das hatte ich auch voll. Oha, und nebeneinander durch die Rush! Was zur Hölle, Gasly! Und wie soll der DRS, scheiße! Oh. Im Windschatten bleiben, um irgendwie dran zu bleiben! Oh, no. Das schaffe ich nicht. Wow! Oh, no. Ey, das war Moving Under Braking, Gasly! Das war sowas von Moving Under Braking! Er fällt ganz schön hart. Das, what the fuck? Beim Bremsen ist er nochmal rübergezogen, aber von Flügel ist im Arsch. Ei. Gasly, ey. Hat er nicht gemacht. Da wollte mein Kollege dich ein bisschen abschießen vielleicht. Ja, wirklich. Holy shit. War keine Teamorder, das kann ich bestätigen. War nicht geplant. Das war scheiße. Oder der hat sich noch bewegt unter Braking, oder war das nur für mich so angefühlt? Ich habe gerade die Kamera geswitcht in dem Moment. Ja, die diplomatische Antwort. Mann, der hat mein Frontflügel kaputt gemacht. Oder ich selbst im Zweifel, ich weiß nicht. Also in Heat of the Moment denkt man sich immer was. In echt war es dann vielleicht anders, aber gefühlt für mich hat der einfach under Braking voll... Also während er gebremst hat, er nochmal die Linie gewechselt und das verboten. Und deswegen bin ich in ihn rein, aber vielleicht habe ich mich auch einfach verschätzt. Kann ganz ehrlich auch sein. Der Eifer des Gefechts merkt man das meist selber wirklich nicht, so was genau da passiert ist in dem Moment. Ich war auf jeden Fall auch sehr aggressiv, aber ich wollte eigentlich zurückziehen halt, ne? Also ich war nicht mein Versuch, da jetzt zu überholen. Aber vielleicht ist zu spät zurückgezogen. Ja, letzte Runde. Alonso. Also man sieht auf jeden Fall, Regenreifen hätten nichts mehr gebracht hier. Also Regenreifen sind... Leider nicht im Spiel. Es ist sowieso, man spürt kaum, dass es rutschiger geworden ist. Ich gehe jetzt extra vom Gas. Ja, ich wollte sagen, da gehst du aber nicht voll. Ja, mit einem kaputten Frontflügel. Da gehe ich jetzt kein Risiko ein, um dann untersteuern in die Bande in der letzten Runde. Nach vorne zu Gas, eh keine Chance mehr. Nach hinten zu Alonso haben wir 5,9 Sekunden. Also ich habe richtig untersteuern jetzt hier. Flügel ist nur leicht angeknackst, aber das reicht, dass du hier nicht mehr richtig fahren kannst. Gott sei Dank ist erst jetzt hier zum Ende hin passiert. Aber insgesamt trotzdem 10. Platz, ein Pünktchen mitgenommen aus Spa, kann ich mir zufrieden sein. Und wichtig, Lena hat ja geführt mit einem Punkt, also 5-4, in unserer internen Kochwertung. Also der Verlierer muss ja am Ende den Gewinner bekochen. Also die Verliererin muss den Gewinner bekochen. Nee, der Verlierer ist schon richtig. Und da steht es 5-5 dann, wenn ich es hier ins Ziel bringe zumindest. Also das ist okay, in der Weltmeisterschaft einen Punkt gesammelt. Leider gegen Perez nicht. Muss man auch sehen, ne? Ohne den Bug wäre ich weiter vorne gewesen. Ich habe schon zweimal richtig Pech gehabt durch Bugs. Unser Benzin reicht nicht für eine weitere Runde. Der Tank ist leer. Durch den Bug bin ich ja schon mal... Hast du gewonnen statt mir in Baku? Also jetzt, ich würde mal sagen... Der Renngott sollte mir nach dem ganzen Pech, das Karma steht mir, also ich hätte jetzt auch mal verdient, so ein bisschen Glück zu haben, finde ich. Ja, da hast du ja jetzt deinen Punkt bekommen. Das ist kein Glück gewesen, der Punkt hier, der war hart erarbeitet und es hätten eigentlich mehr als nur ein Pünktchen sein sollen, aber was soll's, immerhin der 10. Platz, kann man im Haas nicht meckern, Punkt gegen Lena gemacht, Leute, das war wichtig. Gratulation für beide Punkte. Dankeschön. Ah, und ich hätte mir echt noch ein bisschen mehr Regen hätte ich mir gewünscht. Das wäre schon sehr, sehr cool gewesen. Daniel Ricciardo, genauso wie ein echter Monster in der letzten Woche, der verdiente erste Viele Platz. Haben daran gezweifelt, ob dieses Team hier in Spa-Francorchamps Sieger sind jetzt auf dem Weg zum Podest.
Es war ein Spiel echt nur Bottas statt Hamilton. Von McLaren, das steht und Hamilton, ja. Ricardo vertauscht. Abend mit Sicherheit ordentlich. Also Lando und Daniel vertauscht. Die sind da richtig stark vorne auf jeden Fall gewesen. War aber eigentlich ein geiles Rennstart, dass du so relativ früh raus musstest. Ja, das war doof. Ich habe mich dann verbremst mit Vettel hinten drauf, Frontflügelschaden, dann Box, kalte Reifen, Eau Rouge. Ciao. Und tschüss, war's das. Die Zusammenfassung des Rennens. Ich bin noch vor Pierre Gasly, Gott sei Dank, in der Fahrerrangliste, in der Konstrukteursrangliste. Alpha Tauri weiter vor uns, aber hat natürlich 2-3 Punkte gut gemacht. 2 Punkte, 1 Punkt. Aber das sieht alles ja insgesamt immer noch gut aus. Leider kann man aber nicht die Wiederholung so easy angucken. Man muss ja in extra Kinomodus gehen, Leute, sonst hätte ich euch das nochmal gezeigt. Aber ja, könnt ihr aber eure Meinung zu dem Vorfall mit der Gasly unten rein in die Kommentare schreiben. Aber wir sehen uns ansonsten wieder beim nächsten Rennen. Und zwar am Freitag wieder um 18 Uhr, wie gewohnt. Freitag und Sonntag immer 18 Uhr. Und dann geht es weiter zum großen Preis von Lena? Zandvoort. Von Zandvoort, dann geht's nach Holland in die Steilkurve. Nice, Leute, freuen wir uns drauf. Bis dahin, macht es gut und ciao. Ciao. Ciao.